Okay, dann machen wir als nächstes erstmal unser Strategiespiel. Und danach. Ich wollte gerade sagen Duty Field 3, aber bis 3 können wir nicht zählen. Also würde ich sagen, erneuern wir einfach mal das ganze Genre da und bringen stattdessen einen neuen Teil raus mit einem neuen Namen. Sonst fühlen sich die Spieler irgendwie verarscht und denken sich, ach, die bringen da nur einen Teil nach dem anderen raus und alle sind gleich. Müssen wir schon ein bisschen Abwechslung in den Titel bringen, damit das nicht so auffällt, dass die Spieler alle gleich sind. Unsere neue ultra geile Engine ist fertig und wir können sie jetzt einsetzen. Ja, dann spricht da eigentlich nichts mehr dagegen, jetzt anzufangen mit unserem neuen Spiel und diesmal auch wieder Medium. Das Ganze nennen wir. Was können wir denn hier zusammen mixen? Was können wir denn für ein Topic nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen Militär und Strategie, weil das immer gut ankommt. Militärstrategie. Für. Oh Gott, mein Hals. Für Erwachsene, oder? Strategiespiele? Für Erwachsene oder eher. Tja. Machen wir ruhig mal für jeden. Oder? Nee. Schwere Entscheidung. Nee, wir gehen auf Erwachsene, weil wir da schon so viele Fans von haben. Es wird ihnen schon gefallen. Wir entwickeln seit Jahren mal wieder was für den PC. Naja, seit Jahren stimmt jetzt auch nicht, aber schon etwas länger her gewesen. Und zwar entwickeln wir. Age of Conquest oder so. Ja. Wer errät, was das für eine Mischung ist, aus welchen Spielen, der bekommt einen Keks. Einen halb gegessenen Keks. Okay, weiter. Wir nehmen dafür die brandneuen 3D-Grafiken. Warum kosten 3D-Grafiken weniger als. Das macht mich jetzt irgendwie schon so ein bisschen stutzig. Wahrscheinlich, weil es die erste Version ist und das total beschissen aussieht. Wir nehmen es einfach mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Oh, unser Geld geht langsam in die Miesen. Naja, nicht wirklich in die Miesen, aber es wird bald in die Miesen gehen, wenn das so weitergeht hier. Okay, es ist ein Strategiespiel. Mal überlegen. Gameplay, sehr wichtig. Story Quests, meh. Vision. Engine, sehr wichtig. Story Quest eigentlich weniger. Okay, wer entwickelt hier was? Und warum sind die so ausgepowert? Wahrscheinlich hätte ich sie vorher in Urlaub schicken sollen. Naja. Gameplay arbeiten wir. Arbeitet der mal. Ach du Scheiße, wieso braucht er so viel dafür? Nee, dann lassen wir den lieber noch an der Grafik arbeiten. Connor ist relativ fit auch mit Design. Egal, wir lassen ihn an der Engine arbeiten. Und Gabus arbeitet an der Story. Ja, das sieht gut aus. Na dann, fangt mal an zu tippen, Leute. Wir haben hier einen Zeitplan einzuhalten, sonst sind wir nicht bald pleite. Age of Conquest muss was werden, also hängt euer Herz daran. Dialoge unwichtig, Leveldesign sehr wichtig. AI. Wichtig. Definitiv. Wir hauen einen Level-Editor mit rein. Unseren Techniktypen lassen wir an der AI arbeiten. Ach, der arbeitet da sowieso schon dran oder was? Ne, Connor Walsh arbeitet da dran. Connor Walsh tauschen wir hier mal aus. Ja, sieht gut aus. Weiter geht's. Haut erstmal schön ordentlich Bugs rein. Und wir kriegen auf jeden Fall wieder jede Menge Research-Punkte daraus. Das ist schon mal gut. Technologie auch. Okay, jetzt nehmen wir Mono-Sound und 3D-Grafiken. Sound ist diesmal weniger wichtig. Handelt sich ja nur um Strategiespiel. Halb wichtig, World Design. Nicht wirklich. Auch wieder hauptsächlich Grafik. Und an Grafik lassen wir diesmal bei Leonardo Moore arbeiten. Der ist dann nämlich um einiges besser mit. Connor Walsh arbeitet weiterhin am World Design, Gabus am Sound. Hört sich gut an.
Dann haut jetzt mal ordentlich da rein, Leute, ne? Das muss was werden. Hier steht jetzt die Firma auf dem Spiel. Und wir wollen ja auch unsere Fans nicht enttäuschen. Oh, was kommt da? Ninvento hat den Nachfolger der TES-Konsole angekündigt. Und zwar sagen sie, das ist die beste Konsole, die sie jemals gebaut haben. Hat 16-Bit-Grafiken und Sound. Und ist einfach nur super. Und deshalb haben sie sich auch dazu entschieden, das ganze Ding Super-TES zu nennen. Wie einfallsreich. Ja, das ist dann wohl der SNES, schätze ich mal. Okay, der kommt also auch bald raus. Fans auf der ganzen Welt warten für das Ding. Und es sieht nicht so aus, als würden sie davon enttäuscht sein. Werden, enttäuscht werden, sein, tun, wollen, haben, sein, werden. Okay, Age of Conquest ist fertig. Und der Typi haut mal eben noch einen Bug rein, der Penner. Ein bisschen warten wir vielleicht noch. Oh, scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich hab schon wieder Marketing vergessen. Könnt ihr das glauben? Ich vergesse es immer wieder. Aber ich denke, wenn wir das jetzt machen, bevor das Spiel rauskommt, ist das noch in Ordnung. Okay, wollen wir doch mal sehen, was können wir machen. Wir können es in Magazin bewerben, wir können Magazin bewerben und wir können Demos rausbringen. Wir können eine ganze Marketingkampagne starten, eine kleine. Und zwar mit, und zwar global auf der ganzen Welt, mit Magazin, mit Demos, mit Interviews. Oder wir können eine große Marketingkampagne starten für 2 Millionen. Auch auf der ganzen Welt mit, oh Gott. Sogar mit TV-Trailern. Ach du Scheiße. Ja, das machen wir selbstverständlich nicht. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten, aber Magazin und Demos hört sich gut an. Ich glaube, das machen wir. Ich hoffe wirklich, dass sich das lohnen wird, dass wir da so viel reingehauen haben. Ja, du haust hier nochmal eben einen Bug rein, das glaube ich doch wohl nicht. Oh, der Hype stürzt ab. Hauen wir es lieber schnell auf den Markt. Technologisch haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Mal sehen. Oh, wir sind in Engine aufgestiegen. Wir sind in Story aufgestiegen. Wir sind in Dialogen aufgestiegen. Warum auch immer, wir haben kaum auf Dialoge gesetzt, aber okay. In AI sind wir aufgestiegen und in World Design. Und in 3D-Grafiken auch fast. Sieht doch gut aus. Na, dann hoffen wir mal, dass das gut ankommt. Okay, wir können jede Menge neue Sachen erforschen. Wir können simple Cutscenes erforschen, bessere Dialoge, bessere AI und Open World. Das heißt, wir können jetzt so ein Ding machen wie Fallout oder, noch besser. Open World ist doch genial für den zweiten Teil von The Elder Fantasies. Genial, na, das werden wir da definitiv reinhauen, sag ich. Oh Gott, jetzt kommen die ersten Reviews. Oh Gott. Ich glaube, ich muss mir die Augen zuhalten. Wenn das nichts wird, dann können wir die Kampfkriegskoppe eventuell bald vergessen. Dann landen wir bald wieder in der Garage. Kommt schon, Leute. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wahrhaft super. Jeder liebt es. Oh, wir haben unseren nächsten großen Erfolg gelandet, Leute. Der neue Favorit von Game Hero. Outstanding Game. Oh, genial. Okay, wir haben unseren nächsten großen Hit gelandet, Leute. Ich hoffe, das wird sich ordentlich auszahlen. Kultstatus! Ha, wir haben einen neuen Standard gesetzt für die junge Gaming-Industrie. Ach du Scheiße, seht euch das an. Ha, erste Woche und wir haben sofort 214.000. Wir sind auf Rang 1, holy shit. Das könnte eventuell noch The Elder Fantasies übertrumpfen. Und die TES ist jetzt raus, die Super-TES. Gerade eben rausgekommen. Holy shit! Was? Seht euch das an. Ach du Scheiße. Ha! Da haben wir definitiv einen neuen Standard mitgesetzt. Definitiv. Gold. Eine 500.000 Copies verkaufen. Ach du Scheiße. We just got word that Age of Conquest, which was recently released by Kampfkriegskorp, has racked up over 500.000 in sales. Das heißt, wir haben über 500.000 bereits verkauft. Wenn das Spiel ach Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Eine Music Record wäre. Nehmt es einfach so hin, mir fällt das Wort nicht ein. Hätte es jetzt schon Goldstatus. Das heißt, wir hätten jetzt schon die goldene Schallplatte bekommen. Vielleicht bekommen wir ja bald die goldene CD. Gibt's überhaupt schon CDs? Ich weiß es gar nicht. In welchem Jahr wir jetzt sind. Vielleicht ist das alles noch auf Disketten.
Ich weiß es gar nicht. Go, Kampfkekskorb! Well done! Finde ich auch. Ach du Scheiße. Oh, seht euch das an! Ach du Scheiße! 6,7 Millionen! 7 Millionen! Ach du Scheiße! Ha. Ach du Scheiße, wir werden die reichsten Säcke überhaupt. Oh Gott, einen Sturm von guten Reviews hat's ausgelöst und sehr, ja, die Customers sind alle sehr excited, sehr aufgeregt darüber. Die Professionellen aus der Industrie sagen, dass Age of Conquest eins von diesen sehr seltenen Spielen ist, die einen ganz neuen Qualitätsstandard setzen für zukünftige Spiele. Sieh mal einer an. Ha! Wir haben Spiele-History gemacht. Ja, Spiele-Geschichte haben wir heute geschrieben mit Age of Conquest. Ach du Scheiße, seht euch das an. Ja, dann würde ich mal sagen, dann packen wir unsere Koffer und setzen uns erstmal nach Hawaii ab. Oh, ich glaube, das mache ich wirklich. Ich glaube, ich sende die jetzt erstmal auf Urlaub. Ach du Scheiße. Seht euch das an. Oh, knacken wir noch die Millionen? Na komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir knacken die Millionen. Na komm. Komm, das müssen wir schaffen. Das müssen wir schaffen. Und yes! Wir haben es geschafft. Platinum. Wir haben 1 Million Copies verkauft. Ach du Scheiße. 1 Million Copies verkauft. Und der Markt hat sich wieder stabilisiert, wie es ausschaut. Aber wir haben 1,1 Millionen nur mit 1,1 Millionen Copies verkauft. Und wir haben scheiße viel Geld verdient. Und wir haben 8.900 Fans. Oh. Vonny. Eine Firma, die eigentlich eher generell für Elektronik bekannt ist, hat einen Prototyp einer neuen Konsole scheinbar auf so einer Convention vorgestellt. Und zwar das Play System. Also hier haben wir scheinbar die PlayStation, die jetzt langsam auf den Markt kommt. Tja, ich denke, da werden wir mal ordentlich Spiele für entwickeln dann. Das wird sich definitiv lohnen. Okay, also darauf können wir uns schon mal gefasst machen. Auf die neue PlayStation von Sony. Die haben dafür mit Nintendo zusammengearbeitet, wie es ausschaut. Ah, genau, ja. Es ist im Grunde genommen eine super These mit CD-Drive. Okay, es gibt schon CDs. Damit hat sich meine Frage beantwortet. Ich bin so ein Noob in Gaming-History, ich weiß. Was ich allerdings weiß, zumindest glaube zu wissen, ist, dass das mit Nintendo und Sony später nicht mehr so gut lief. Und letzten Endes Sony sich dann selbstständig gemacht hat mit der PlayStation. Da können wir dann wohl auch noch drauf gefasst sein. Die erste Gaming-Konsole, die ein CD-Laufwerk benutzt, wie es ausschaut. Journalisten auf der ganzen Welt freuen sich scheinbar darüber, wie es ausschaut. Ach ne, ah, okay. Ah, das ist genau das, was ich meinte. Genau das, was ich meinte, ja. Journalisten sind schockiert, dass Nintendo und Sony sich auf einmal nicht mehr so gut verstehen. Tja. Nintendo hat das Projekt gecancelt. Und stattdessen werden sie eine neue Konsole mit wem anders entwickeln. Tja. Mhm. Das scheint das Ende der PlaySystem zu sein. Tja, ich habe da aber so ein Gefühl, dass wir die bald trotzdem wiedersehen werden. Seht euch das an, wir sind immer noch auf Rang 2. Tja, wir sind jetzt die reichen Säcke, wie es ausschaut. Es ist vom Markt runter und bis zum Schluss war es immer noch mindestens auf Rang 2. Wir haben 1.119.388 Einheiten verkauft und haben 12.300.000 verdient. Zieht euch das mal rein. Jetzt sind wir hier die Anführer der Gaming-Industrie, das sage ich euch. So früh und wir sind schon so groß. Da wird noch einiges kommen, sage ich euch, Leute. Da wird noch einiges kommen. Und zwar werde ich jetzt als erstes erstmal einen Haufen Scheiß erforschen. Was ich nicht kann, weil wir nicht genug Research Points haben. Ernsthaft, Leute. Aber simple Cutscenes ist ein Muss. Also das müssen wir auf jeden Fall erforschen. Bessere Dialoge.
Auch auf jeden Fall für unser neues Elder Fantasies, das bald rauskommen wird. Definitiv. Und Open World, definitiv. Damit machen wir eine neue Engine und die Engine, die wird's drauf haben, ja, die wird reinhauen. The Elder Fantasies 2, das wird unser nächster großer Hit. Was haben wir hier bekommen? Nachricht entschlüsseln. Wir haben ja eine sehr spezielle, wir haben ja ein sehr spezielles Angebot bekommen. Unsere Agenten haben ein paar Research Informations scheinbar von wem anders geborgt. Und falls wir interessiert sind, können wir diesen ominösen Persönchen jetzt diese Research Informationen für 56.000 abkaufen, wenn wir ihnen einfach mal so die 56.000 auf dem Konto überweisen. Ja, das klingt sehr seriös, definitiv. Agent Blowfish wird uns kontaktieren. Agent Blowfish. Das klingt irgendwie sehr ominös, muss ich sagen. Also zum einen neue Research-Informationen, das wäre natürlich was. Ich meine, wenn die uns jetzt hier auf einmal irgendwie Informationen auf den Tisch donnern, die uns dann ermöglichen, eine Xbox zu erforschen oder die 3D-Brille oder sowas. Wäre das natürlich was, aber um ehrlich zu sein, ist das irgendwie sehr ominös. Zum anderen sind es nur 56.000, wir haben 12 Millionen. Ich meine, was können wir verlieren? 56.000, scheiß drauf, wir haben 12 Millionen. Ich denke, wir wagen das einfach mal. Ich meine, im schlimmsten Fall verlieren wir so ein kleines Stück von unserem Geld. Eventuell ist das jetzt ziemlich dämlich, aber ich versuch's einfach mal. Ich wag das einfach mal. Thank you for your business. You have successfully researched evolution. Was zur Hölle ist das? Die TS wird bald vom Markt genommen. Ja, das konnte man erwarten, denke ich, mit der NTS, die da jetzt rausgekommen ist. Tja, zieht euch den Scheiß mal rein. Holy shit. Das hat sich gelohnt. Hat uns zwar auch 680.000 gekostet, darf man nicht vergessen. Aber 12 Millionen hat es eingebracht. Also, das war's wert. So, können wir noch irgendwas Tolles erforschen für unser neues The Elder Fantasy? Vielleicht ein neues Topic? Nee. Better AI vielleicht. Aber mit AI hat das nicht viel zu tun. Vielleicht können wir ihn noch ein bisschen trainieren. Don't repeat yourself, das wäre sehr wichtig, weil wir bringen ja einen zweiten Teil raus. Da soll er sich jetzt natürlich nicht ständig wiederholen. Nachher wird das dann nur zu einem zweiten, also zu einem Spiel, das genauso ist wie das erste, und das wäre nicht so schön. Das geht höchstwahrscheinlich auf Technik. Ich denke, wir lassen ihn hier noch ein bisschen trainieren. Dich können wir auch noch trainieren. Du bist ja so ein reiner Techniktyp. Das heißt, entweder könnten wir dich jetzt voll noch mal mehr auf Technik trainieren oder weniger. Ja, ich. Tja, ist jetzt die Frage. Ich denke, wir trainieren ihn. Ach, wir haben gar keine Punkte mehr dafür. Na gut, okay. Lassen wir dich hier weiter forschen. Ich würde sagen, an der Stelle. Was? Okay, der Tee ist jetzt vom Markt. Ich denke, wir lassen die jetzt hier noch ein bisschen weiter. Na komm, du kriegst das jetzt doch noch kurz auf die Reihe. Ihn lassen wir hier jetzt noch kurz nochmal anfangen. Denke ich, mit der neuen Game Engine. Create Custom Engine. Unsere neue Engine wird simple Cutscenes unterstützen. Bessere Dialoge und Open World. Das wird die beste Engine ever. Und deshalb nennen wir die auch Best Engine Ever. So. Und an der Stelle. Während er noch entwickelt, machen wir jetzt allerdings eine kurze Pause. Und weil meine Festplatte jetzt nicht mehr ganz so mitspielt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr konntet hier Freude daran empfinden, an unserem großen Millionenerfolg. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir The Elder Fantasy 2 kreieren. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen.
Wie immer, falls es euch gefallen hat, Likes, Comment und so weiter, ist immer gern gesehen. Allerdings nur, wenn es euch wirklich gefallen hat, selbstverständlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis denne. Ciao.